Next Level Spaghetti vom Lidl. Vegane Spaghetti aus dem Lidl. Wie die schmecken, sehen wir gleich. Aussehen tun sie schon mal wie aus dem Babygläschen. Schon klein geschnitten. Riecht sehr sauer. Ja, okay. Zu viel Tomatensäure. Das Hackfleisch, das Sojahackfleisch finde ich jetzt hier überhaupt nicht mehr dazwischen. Ich glaube, das soll es sein. Das ist schön. Nee, ist doch eine Karotte. Also wenn ihr irgendwo dann das Sojahackfleisch findet, schreibt es in die Kommentare. Wie drücke ich das aus am besten? Also, wenn man im Krankenhaus liegen würde und die dort nichts Veganes haben, dann hätte ich die gerne. Aber ich würde empfehlen, italienische Kräuter mit unterzumischen. Das wird das geschmacklich etwas nach vorne bringen. Und vielleicht, wenn ihr mögt, wenn ihr habt, veganen Parmesan. Guten! Über einen Daumen nach oben würde sich die ganze Familie freuen. Abonniert diesen Kanal für weitere vegane Rezepte. Bis bald. Tschüss!